Wer ist Dominik Eberle? Herzlich willkommen, Leute. Willkommen zur vierten Ausgabe von Wer ist? Und wir hatten schon viele verschiedene Menschen da in den ersten drei Ausgaben. Von Peter von Pietsmeet, einem Content Creator, bis zu Splash Bruder, einem, ja, modernen Sportkommentator, sag ich mal. In der letzten Folge war Carrie Schreiner da, eine weibliche, ja, Motorsport-Rennfahrerin, die auch sehr, sehr tolles Dinge zu erzählen hat. Und heute dachte ich, gehen wir mal in die Richtung Football. Und der heutige Gast ist tatsächlich nicht nur irgendwen, den ich irgendwie kenne, sondern ich würde schon sagen, da ist eine Freundschaft entstanden in den letzten Jahren. Deswegen freue ich mich sehr, dass der Football-Kicker Dominik Eberle heute am Start ist. Grüß dich mal lieber. Servus, servus. Ja, natürlich. Wir sind schon Freunde. Wenn wir über Pokémon und alles reden schön können, da kann man schon Freunde sein. Ja, und ich weiß nicht, ob du das Format schon kennst. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die hier reinschalten, die ersten Folgen nicht gesehen haben. Hier nochmal der Verweis, ihr könnt gerne bei YouTube unten die Beschreibung klicken und die anderen Folgen euch anschauen. Es ist so, dass ich in diesen Interviews nichts vorbereitet habe. Heute erst recht nicht, weil ich habe gestern noch eine Sendung gehabt, NHL, mit den amerikanischen Zeiten. Ich war, glaube ich, um 6.45 Uhr erst im Bett. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Es ist sehr gut, dass ich nur eine Frage vorbereitet habe. Und wir gucken einfach mal, wohin uns diese Frage bringt und worüber wir reden. Die einzige Frage in diesem Format, die du so beantworten kannst, wie du willst, lautet: Wer ist Dominik Eberle? Ja, also wenn wir direkt anfangen, ich kann dann auch mitgehen zu dir, zum NHL-Spiel von gestern Abend, weil ich bin ja auch ein avider NHL-Fan und jetzt Leon Draisaitl und Connor McDavid im Finale, also Stanley Cup Final gegen die Florida Panthers, darauf freue ich mich auch schon. Also du hast ein Team, das jetzt das erste Team in Kanada seit 93 einen Stanley Cup gewinnen könnte. Auf der anderen Seite hast du das Team, das letztes Jahr gegen die Golden Knights verloren hat. Also da wird es auf jeden Fall ein sehr spannendes Ding. Und Freunde, genau das finde ich geil. Bei der Frage, wer ist eigentlich Dominik Eberle, kommt erstmal durch, dass der Mann so sportbesessen ist, dass er erstmal auf den Sportfakt eingeht, was im Eishockey so passiert. Also wir müssen mal von dem Punkt ausgehen, Domi, dass es vielleicht gerade Leute auch gibt, die dich gar nicht kennen, die vielleicht einfach mal reinschalten, den Namen schon mal gehört haben. Wie würdest du dich vorstellen, wie würdest du beschreiben, wer du bist, was du in den letzten Jahren so gemacht hast, wenn man wirklich als Casual jetzt dich nicht so oft wahrgenommen hat? Ja, also ich habe Football gespielt in Amerika. Ich habe jetzt 3,5 Jahre in der NFL gespielt, ein Jahr in der XFL. Zuvor war ich im College bei Utah State. Ich bin mit 14 ausgewandert von Deutschland aus nach Amerika in Richtung Los Angeles. Und jetzt seit so knapp 2,5 Monaten wieder in Deutschland, aber muss mich angewöhnen an die deutsche Sprache schon wieder und einfach, wie das Leben sich ein bisschen verändert hat, innerhalb Deutschland auch und gegenüber zu Amerika zum Beispiel. Okay, also ich weiß natürlich von dir ein paar Dinge, aber ich versetze dich mal echt in die Lage von jemandem, der das jetzt zum ersten Mal hört. Da würde ich erstmal krass denken, okay, mit 14 auswandern in die USA. Also hattest du so wenig Bock auf das deutsche Schulsystem oder hattest du Fernweh oder war es der Traum vom Football direkt? Warum hast du mit 14 Jahren gesagt, boah, ich gehe weg? Ciao Leute, haut rein. Nee, es war mehr eine Familienentscheidung. Also da war, meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutsch. Und sie haben sich dann auch in den 90ern in Kalifornien kennengelernt, sind dann wieder zurück nach Deutschland gezogen. Dann kam ich und meine Schwester auf die Welt. Und dann, als wir 14 waren, kam die Entscheidung, dass von meiner Mutter aus, meine Großeltern wurden älter und sie brauchten einfach Pflege. Und von meinem Vater heraus hat er ein neues Jobangebot bekommen, das dann mit der Westküste zu tun hat. Das war damals bei Kühne und Nagel. Mhm. Und da hat es einfach Sinn gemacht, dass wir dann rüber nach Amerika ziehen zu diesem Zeitpunkt. Und vor allem, wir waren jung genug, wo wir trotzdem noch in der Highschool und alles miterleben konnten und es uns nicht irgendwie so rückhält. Ja. Aber auch alt genug, wo man sagen kann, hey, ihr seid erwachsen, wir können jetzt wie Erwachsene rüberziehen und da muss nicht so ein großer Streit oder irgendwas daraus kommen. Also, aber du warst vorher in einem ganz normalen deutschen Schulsystem in der Nähe von Nürnberg, nehme ich an, weil du kommst ja her, oder wo warst du? Ja, also ich war in Winsbach im Gymnasium mit diesem Knabenchor. Also ich war selber nicht im Knabenchor, aber dafür ist es bekannt. Ach so, das ist schon ein kleiner Justin Tucker hier noch, okay, ja? Nee, ich sag's dir, meine Stimme, wenn ich jetzt anfange mit dem Singen, dann bricht das direkt ab. Ich glaube, Twitch hat darauf keinen Bock mehr. Ja. Aber
Ja, ich war da in Winsbach, habe auch Fußball gespielt, also Aber Domi, wie war das denn? Also, ich stell mir vor, du bist 14 Jahre alt. Du hast ja auch deinen Freundeskreis und auch wenn deine Eltern einen amerikanischen Bezug haben und du hast es ja gerade erklärt mit der Pflege und mit dem Job, war deine erste Reaktion, boah, ich habe richtig Bock, jetzt in ein anderes Land zu gehen und das alles zu erleben, weil kulturell und auch das Schulsystem ist ja was ganz anderes in Amerika. Ich persönlich habe tatsächlich sogar, ich glaube, ich hätte gerne dieses Schulsystem mitgemacht und miterlebt. Ich finde das mit Highschool und College sehr spannend. Aber kann ja auch sein, dass du mit 14 Jahren sagst, boah, nee, Mann, ich will hier mit Knabenchor chillen und weiter mit meinen Jungs am, wie keine Ahnung, am Bolzplatz ballen. Ich habe gar keinen Bock, in die USA zu gehen. Also, was war deine Emotion, als diese Entscheidung gefallen ist? Ich habe es eigentlich direkt mitgenommen, weil ich war dann auch schon aufgeregt, dass ich dann rüber nach Amerika ziehen kann. Und dann war es ja auch damals so, hey, ich will Fußballprofi werden. Da, wo es mir gesagt wird von meinem Vater, waren wir eigentlich vom Rückweg aus Oberhaching bei dieser Sportakademie. Da war so ein BFV-Fußballcamp. Da hat er mir erklärt, dass wir nach Amerika ziehen. Und ich habe dann die erste Reaktion gehabt, okay, hey, ich kann dann direkt darüber und für LA Galaxy oder sowas spielen. Und das war dann auch immer sportorientiert, weil in Amerika das Größte, was du mitbekommst, ist, wie riesig die Sportarten sind. Also wir sind jetzt in Deutschland und wir reden über NHL, NBA, NFL hat auch Spiele mittlerweile in Deutschland. Wo man einfach sagen muss, diese amerikanische Begeisterung gibt es immer. Ja, es war schwierig, meine Freunde zu hinterlassen, aber mit denen bin ich immer noch zusammen in Kontakt. Dass, nachdem ich hierher gezogen bin, ich schreibe denen fast täglich und ja, es ist einfach eine wahre Freundschaft mit denen, wo man sich nie irgendwie getrennt gefühlt hat. Sie sind auch rüber nach Amerika mehrmals gegangen und dann hat es einfach Sinn gemacht. Okay, hey, die Freundschaft heutzutage ist leichter so mitzuhalten wegen Social Media und FaceTime und solchen Sachen, da hat man es auch schon besser mitnehmen können, als wenn es vor 50 Jahren das gleiche gewesen wäre. Bevor wir jetzt über den sportlichen Aspekt und sportlichen Weg reden, würde mich erstmal casual ganz interessieren. Jetzt bist du 14 und gehst darüber und bist die ersten Monate dort, in der Highschool. Das ist ja schon eine andere Art von Schulleben, ja? Wie wurdest du aufgenommen von den amerikanischen Kids? Warst du direkt integriert und wie fandst du das System? Fandst du das besser, schlechter? Also wie schnell hast du dich, eingelebt? Es ist ganz anders. Also es ist dann irgendwie ein Gemischtes von all den Schulsystemen hier in Deutschland. Also man hat ja die drei verschiedenen Schulstufen mit Realschule, Gymnasium und Hauptschule und so. In Amerika musst du dir das vorstellen, ist dann eigentlich einfach eine Mischung von allen dreien. Und sehr oft ist halt Kritik ein bisschen an Amerika, aber das ist das System, das für die am meisten funktioniert hat. Du gehst zur Highschool, du hast keine Stufeneinschränkungen oder was auch immer. Und manche Kinder sind an den Lehrern oder der Schule egal. Also das ist dann einfach, okay, du hast schlechte Noten oder was auch immer. In 3 Jahren bist du weg, das ist uns egal. Das Gefühl kriegst du einfach, hey, hat sich nicht darüber gekümmert oder so. Oder ist einfach aus einer schwierigen Situation gerade aufgewachsen. Und man fühlt manchmal, dass die so einfach entlassen werden und sagen, ja, okay, ist uns egal. Aber dann auf der anderen Seite hast du zum Beispiel die sehr, sehr Intelligenten, die dann auch diese hochwertigen Klassen nehmen, zum Beispiel heißen AP-Courses. Das ist so ähnlich, als ob du jetzt einen College-Kurs nimmst, wo du auch die gleiche Zeitbeschränkung hast und du musst durch diesen Kurs, sagen wir mal, als Geschichte, und das ist US-amerikanische Geschichte, du musst jetzt von Woche 0 bis Woche 12 das ganze Buch wissen und kennen und dann hast du eine Prüfung am Ende, wie gut du es weißt. Und ob du die Prüfung bestehst oder nicht, ist dann wirklich, als ob du eine gute Note bekommen hast oder eine schlechte. Also du hast dann echt manche, die in der 9. oder 10. Klasse schon Chemie und höhere Matheklassen nehmen. Aber dann genau auf der gleichen Schule hast du dann auch Leute, die einfach, die kaum sich kümmern und dann in andere Sachen reingehen. Das ist schon öffnend gewesen, was in so einer Schule da abgehen kann. Ja, klingt sehr, sehr gemischt auf jeden Fall. Okay, jetzt bist du ein 14-jähriger Junge, der Bock hat, Fußballstar zu werden, träumst von LA Galaxy, gehst nach Amerika, du lächelst schon
und merkst dann auch die Passion der Leute dort für Football, für Basketball, für Hockey. Weil Fußball ist ja vergleichsweise zu den großen Sportarten in Amerika natürlich kleiner, was den Hype angeht. Ich meine, in den letzten Jahren wird es auch mal ein bisschen größer, aber damals, als du darüber bist, glaube ich, war das eine ganz andere Nummer als Football und Co. Also hast du dich wahrscheinlich ein bisschen anstecken lassen von den anderen Sportarten dort. Hattest du vorher schon ein bisschen was mit Football zu tun oder war das erst dort vor Ort, dass du damit in Berührung kamst? Und wie kam es dazu, dass du von Fußball dann irgendwann rübergewandert bist? Ja, also es war halt komisch, weil Hockey habe ich auch schon immer geliebt. Also ich bin als Penguins-Fan aufgewachsen. Kannst du Eislaufen gut? Football war okay, war okay. Also ich war dann in so einem kleinen Dorf in Deutschland, also in Großhaslach heißt. Und was sehr beliebt da auch ist, also Großhaslach ist kleiner in Bayern, aber Teiche, die frieren ja auch über den Winter ein. Kannst du draufgehen und rum skaten und solche Sachen. Habe ich auch immer ein bisschen Hockey gespielt. Nie ordentlich oder so, aber ich kann mich erinnern, als Kind habe ich das auch sehr oft gemacht. Und da war halt die Begeisterung damals durch Marco Sturm sehr groß und dann Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins war dann auch riesig. Aber gefühlt habe ich in Deutschland immer nur Pittsburgh Penguins mitgekriegt. Und dann wurde ich auch zum Penguins-Fan natürlich. Das war dann zur Zeit mit Sidney Crosby, als er angefangen hat, und zuvor mit Mario Lemieux. Aber Hockey war ich richtig drin. Basketball natürlich Dirk Nowitzki aus Würzburg. Und Aber war es ich habe dann dann so, auch sehr dass du schnell viel. gemerkt hast, boah, Fußball ist zwar nett und cool, aber die anderen Sportarten sind mindestens genauso nice? Ja, und vor allem in Amerika, weil es so groß ist. Ich kann mich erinnern, es war in der ersten Woche, wo ich da angekommen bin, hat mich meine Mutter direkt zum LA Kings-Spiel mal mitgebracht. Da muss man sich vorstellen, hey, es ist Dienstagabend und da sind 20.000 in der Staples Center und drehen durch wie die Kings. Ich glaube, es war gegen die Minnesota Wild sogar, haben sie gewonnen. Und dann merkt man direkt, okay, die Begeisterung dafür ist schon ziemlich cool. Und dann, hey, ich habe weiterhin Fußball gespielt, habe dann wirklich einen Freistoß mal sowas von verballert, der über so ein Golfnetz gegangen ist. Und direkt hat mich mein Kumpel angeschaut und hat gesagt, ja, wie würde es sein, Kicker jetzt zu werden bei Football? Nein, stopp. Du hast Und einen Freistoß im Fußball. Ich meine, jeder kennt es. Ein bisschen mehr Rückenlage und der Ball fliegt halt in den Oberrang. Du hast beim Fußball einen Freistoß verkackt und dann hat ein Kollege, ein amerikanischer Kollege, gesagt, ey, wäre ein schönes Field Goal geworden. Und das war der erste Gedanke? ja, also das war genau das Erste, das er mir gesagt hat. Also, Oh. ey, jeder kennt's. Ah, perfekter Freistoß, so 25 Meter oder Ja. so, ich hau mal drauf. Und dann Jedes dieses Ding wollte nicht Schalke-Spiel runterkommen. Ja, ey, Nürnberg auch momentan so, aber so geht's halt manchmal im Sport. Aber dann war es halt, der Ball ging dann so weit rüber und ich dachte mir einfach, ah, okay, ah, war nicht gut. Kumpel sagt mir sowas, vielleicht ist da was. Und dann direkt, das kam dann die zweite Natur, habe ich dann angefangen. Und als Freshman habe ich dann auch mehrere Positionen gespielt. Also ich habe dann auch Safety ein bisschen gespielt. Aber direkt dann, als ich beim Kick Return war, habe ich mir den Arm gebrochen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, Ah, ich bleibe jetzt einfach mal das Kicker. hast du mir schon mal gezeigt, als du hier warst, ne? Hast du noch die, war das eine Ja, Narbe, ne? ich habe da eine riesen Narbe hier drin. Ja, Und man sieht's ein dann, bisschen. ja, ein Boah, bisschen. das. Aber ich halt den ganzen Arm entlang, ja. Also ihr seht schon, der Mann hat sehr viele und sehr coole Tattoos. Der Spotify, das haben wir auch schon mal hier geklärt. Das Spotify-Tattoo ist, wenn du mit dem Handy drüber gehst und das scannst, kommst du zum Song. Welchem Song nochmal? Ja, Man of the Year by Logic. Ich sag, das ist richtig beliebt in den Bars oder einfach rum, wenn du mit Leuten rumgehst und so. Ey, die sagen, ja, geht das wirklich? Und ich sage, ich Ja. würde es mir doch nicht auf meinen Also, Körper tun, wenn der es Mann nicht ist ein funktionieren Cyborg. wird. Der Mann ist ein Cyborg eigentlich. Aber zurück zur Verletzung. Du hast dir den Arm gebrochen bei einem Return. Wie ist das passiert? Einfach Kollision Körper an Körper oder? Bitte nicht zu eklig Ja, also erklären. Wie ist es? Spielzug war schon vorbei. Also, ich war dann mittendrin im Tackle. Dann wieder aufgesprungen und dann kam jemand nach dem Spielzug, hat mich wirklich halt umgeschubst nochmal. Und ich bin da einfach gleich drauf gelandet, Ah nein, hab's es war direkt gemerkt. nach Ich dem hab. Spielzug. Ja. Boah, ist das bitter. Da hätte ich persönlich, also ich bin auch ein sehr leidenschaftlicher Sportler gewesen. Oder bin ich immer noch, wenn ich ab und zu mal Sport machen sollte. Da wäre ich ein bisschen,
erzürnt, wenn das jemand gemacht hätte. Wie hast du reagiert? Also du warst erstmal, hast du Schmerzen gehabt natürlich, aber man sieht sich ja mal zweimal im Leben. Hast du den Typen gemerkt oder hast du gesagt, oh mein Gott, scheiß drauf? Nee, war eher einfach so, da war auch keine Schiedsrichter, wie sagt man, die haben nicht gepfeift oder irgendwas. Das war ja nicht, als ob der das mit kompletter Absicht gemacht hat. Hey, der wollte mich einfach wegschubsen, weil vielleicht war ein Fumble oder sowas da. Man weiß es ja nie, aber ja, ich bin dann, eigentlich war es umgekehrt, ich war nicht im Schmerz. Ich glaube, es gibt immer so zwei Reaktionen, wenn man sich ein Knöchel oder so bricht. Ich war einfach beim Lachen. Ich habe dann halt so rumgegangen, ich dachte mir, also beide Knochen waren dann fast eh schon aus der Haut draußen. Und ich habe dann gesagt, ja, hey, Coach, glaubst du, ich kann tapen noch weiterspielen? Weil ich wollte einfach Football Domi, weiterspielen. du hast gelacht, als du den Aber Arm gebrochen hast? ja, ich habe gelacht. Also gefühlt war es dann einfach vielleicht ein Schock oder so. Und es hat einfach gar nicht wehgetan. Und wir sind dann direkt ins Krankenhaus und alles gegangen. Die haben es dann erstmal im Gips mit der OP gemacht und dann danach erst so 6 Wochen später richtige OP mit einer Metallplatte und allem. Spürst du das heute noch Aber ein ja, bisschen das war irgendwie? Man sagt eigentlich. ja manchmal, wenn es kalt oder warm wird, wenn es Temperaturveränderungen gibt, hat man manchmal so ein Gefühl. Also hast du noch heute irgendwas, wo du es merkst? Ja, die ist noch drin, also ich will jetzt nicht zu eklig sein, aber ich kann die hier rauspoppen. Ach du Also, Scheiße. Ja, okay, wir sehen es, wir sehen ja. es, wir sehen es, wir sehen es. Alles klar, okay. Dumme Frage von mir an der Stelle auf jeden Fall. Ja. Heißt auf jeden Fall, ich denke mir gerade, du bist eh so ein Mensch, oder warum ich dich auch in meinem Freundeskreis habe. Ich mag sehr oft dein Mindset. Du hast immer ein sehr, sehr positives Mindset. Aber sich den Arm zu brechen und erstmal zu lachen, Domi, da müssen wir drüber reden. Also du darfst ruhig auch Hey, mal da Tränen sind. zeigen oder so auf jeden Fall. Nee, da sind andere Probleme da, das verstehe ich schon. Aber das Witzige war, also ich habe dann gesagt, okay, hey, die Saison nicht mehr mit Football und so weiter. Dann geht man in die Vorbereitung auf die nächste Saison. Da habe ich auch Fußball gespielt, richtig geile Saison gehabt. War MVP in meinem Team, also das ist halt einfach Top-Goalscorer und solche Sachen. Und dann geht's im Frühling wieder los mit Football. Und hey, ich bin 1,88, 1,89 oder so grad. Dachte mir, okay, ich bin zwar relativ dünn, aber ich kenne mich schon ein bisschen mehr mit Football aus und allem. Und hat mein Coach mir direkt geraten, als Outside Linebacker zu spielen. Uff. Und frisch von gebrochenem Arm und allem. Und ich sage, okay, ja, jetzt ich spiele mal ein bisschen rum. Und im Frühling gibt es halt keinen Kontakt. Das ist ja nicht, dass du mit Schulterpads oder so spielst. Und dann habe ich halt Outside Linebacker gespielt. Und 7 on 7 habe ich eigentlich richtig gut gespielt. Ich hatte mehrere Picks, dachte mir direkt, okay, hey, vielleicht Outside Linebacker wird was. Erste Woche vom Training Camp im Sommer, wo die Pads rankommen und wir mussten tackeln und alles. Direkt Running Back rennt gegen mich rein, Oklahoma Drill. Und ich denke mir, ja, ich bleibe Kicker. Ich glaube, die Schaden, die damit kommen, die lasse ich anderen zu, aber ich bleibe mal Kicker. Ich bleib Kicker. Für alle, die jetzt nicht so im Football drin sind, Oklahoma Drill bedeutet einfach One-on-One, oder was ist das? Ja, also du wirst so, sagen wir mal, 4 Meter ist die Box. Also du hast 2 Meter links, 2 Meter rechts und du musst eins gegen eins direkt aufeinander laufen und entweder einen Tackle machen oder der Running Back rennt durch dich durch. Ja, das habe ich Und ist einmal auch dann. mitgemacht tatsächlich. Ich bin auch Fußballer. Ich habe einmal in meinem Leben ein Probetraining gemacht, tatsächlich. Bei den, oh, ich will den Namen nicht falsch sagen, waren es also Feldkirchen, auf jeden Fall Feldkirchen Lions oder so. Und habe da jede Position so einen Drill gehabt und hatte diesen Oklahoma Drill. Und als Fußballer musst du erstmal deinen Kopf bekommen, du darfst den anderen berühren. Weil im Fußball darfst du ja nicht auf Körper, also nicht krass auf Körperkontakt gehen. Das war schon allein für den Kopf eine Anstrengung, dir zu sagen, du darfst das. Ist eine sehr, sehr intensive Einheit, würde ich sagen. Ja, gut, dann sagst du, du wirst Kicker. Verstehe ich auf jeden Fall. Kurz vorher noch Fußball, weil ich glaube, viele Fußballfans hören auch gerade zu. Wie würdest du das Niveau beschreiben? Also, welche Liga hast du hier in Deutschland gespielt? Dann gehst du darüber und warst MVP in deinem Team. Also, ist es schon so, dass du als solider deutscher Fußballer da gute Chancen hast, aufzusteigen? Damals zumindest? Ja, auf jeden Fall. Das für mich, also ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber es ist halt ein finanzielles Problem in Amerika, wo natürlich, man muss ja für Reisen und all die anderen Sachen, Hotels bezahlen. Aber in Amerika ist es dann schon mit einer Gebühr eigentlich eingeschlossen. Das heißt,
wenn du jetzt halt nicht von den besten Umständen kommst und du bei LA Galaxy spielen wirst oder willst, ey, sei bereit, 25.000 zu zahlen pro Jahr, dass du da bist, bis du vielleicht eventuell ein Profi bist, weil so ist momentan es aufgebaut in der Jugend, dass falls du für die Top-Teams spielen wirst, musst du in dich selber investieren, anstatt andersrum. Hier in Deutschland, wenn du ein top junger Spieler bist, gehst du zu einer Akademie, zu, sagen wir mal, Schalke. Und die bauen dich dann innerhalb dieser Akademie auf, bis du U16 spielst, U19, U21 oder vielleicht früher schaffst du es in den stabilen Nummer 1 Kader. Und es ist nicht so, als ob du jetzt so viel Geld ausgeben musst an dich selber, außer halt, hey, du musst trotzdem hart arbeiten und alles drumherum tun, dass du aufs Spielfeld kommst. Ja, also für alle Fußballer da draußen aus Deutschland, falls ihr ein Stipendium oder so angeboten bekommt, versucht's doch mal. Also Aufstiegschancen gibt's auf jeden Fall. Okay, dann jetzt gehen wir mal rein, weil du bist ja jetzt auch Kicker in deinem aktuellen Leben, sage ich mal. Dann hast du ja gesagt, gut, ich versuch's mal mit dem Kicken. Ich habe einen Freistoß verschossen, ich habe mir den Arm gebrochen, ich habe Football-Know-how mir ein bisschen angeeignet, ich habe Bock drauf. Was war der erste Schritt? Wie kam es vom Weg zum Highschool, College? Kicker zum NFL-Kicker. Ich meine, das ist ja nochmal ein Riesensprung. Ja, also es sind halt Stufen in deinem Leben und der Weg ist nicht immer gerade. Also das heißt, es wird Rückschläge geben, es werden Sachen passieren, die du einfach nicht kontrollieren kannst. Und das war halt direkt, das ist jetzt mein bester Freund schon immer gewesen. Er ist jetzt auch, hat kommend im Juli eine Hochzeit. Er war eigentlich der Starting-Kicker, als wir in unser drittes Jahr in der Highschool, das heißt Junior-Jahr gegangen sind. War er eigentlich der Starting-Kicker und ich war der Backup. Und hey, ich habe es einfach akzeptiert. Er hat mich eigentlich immer in jedem Training geschlagen. Wir haben immer so eins gegen eins gekickt. Deswegen darf er starten. Ich kann mich da nicht beschweren. Aber dann hat er sich genau, ich glaube, eine Woche vorm ersten Spiel, Leiste gerissen. Au. Siehst direkt, hey, Domi, du musst rein und du bist unser Nummer 1 Kicker. Und ich habe mich halt auch immer gut vorbereitet und ich wusste auch, hey, mein Niveau ist eigentlich schon ziemlich gut, aber ich konnte mich noch nie irgendwie messen. Und dann war es der Fall, okay, Junior-Saison fängt an und auf einmal, ich mache meine Kicks alle rein, alle meine PATs rein und Kickoffs waren dann auch Touchbacks ohne Ende. Ich glaube, ich hatte in meinem Junior-Jahr einen oder vielleicht zwei Kickoffs, die keine Touchbacks waren. Das heißt, wenn du von der 40 kickst und den Ball in die Endzone kickst, dann geht der Ball für den Gegner auch automatisch an die 25. Heißt, du hast sehr viel Kraft im Und Bein gehabt, ja. genau, also das war dann so, ich konnte wirklich diese Beinstärke zeigen und direkt nach der Saison haben Colleges das auch schon gemerkt und gesagt, ah, okay, der kann vielleicht in der nächsten Stufe spielen oder so. Und ich kann mich erinnern, also ich hatte eine gute Saison, ich habe mich dann auch messen mit anderen Kickern können und so bei verschiedenen Camps, habe dann auch meinen eigenen Kicking-Coach geholt und mit ihm sehr viel gearbeitet. Ich kann mich erinnern, da kam ein Anruf von einer Schule, ich glaube, es war auch außen in Tennessee. Einfach eine kleinere Schule, so D3. Das heißt, auch im College hast du verschiedene Stufen mit Division 1, wo du Alabama und so weiter hast. Division 2, ein bisschen weniger Geld. Division 3 ist eher, du bist ein Schüler und du spielst Football halt. Aber diese verschiedenen Stufen gibt es dann auch. Mich hat ein Coach da angerufen und wollte mich rekrutieren und hat gesagt, ja, du wirst wahrscheinlich niemals höher spielen als Division 3. Wir denken, dass du einen guten Fuß hast und alles, aber das wäre es dann auch und wir wollen dich hier haben. Ich kann mich erinnern, das hat mich so angepisst, weil ich dachte mir, wie kannst du mich loben und alles und dann direkt versuchen, mich Ja, runterzubringen und zu sagen, nee, hey. ich glaube, seine Idee war so ein bisschen, er hatte Angst, dass vielleicht andere Teams dich auch wollen und dir zu viel um den Mund schmieren und er wollte so ein bisschen Reality-Check machen. Aber ich glaube, sowas kommt bei einem jungen Menschen, der Ambitionen hat, nicht so gut an. Genau, und das war dann halt einfach so eine Sache, das hat mich angepisst, weil ich habe dann auch schon gemerkt, dass andere, mit denen ich mich gemessen habe, bei diesen Kicking-Contests und so, die haben dann größere Stipendien zu großen Division 1-Schulen bekommen. Ich dachte, naja, wie kann der das sagen, ohne dass er mich jemals in Person gesehen hat oder
wie ich bei diesen Camps war. Und dann bin ich dann mit dieser extra Motivation in mein letztes Jahr reingegangen. Dann auch wieder vollkommen durchgedreht. Ich hatte fast einen Game Winner, und ich sage nur fast, weil es waren so 30 Sekunden auf der Uhr, gut gemacht, dass wir nach vorne gegangen sind, und dann im Anschluss, hey, nächster Spielzug unserer Gegner, die haben dann einen Touchdown gemacht und das Spiel mit 0,0 Sekunden auf der Uhr gewonnen. Oh, bitte. Ja, also war schon ein bisschen hin und her, aber hatte da einfach eine sehr gute Saison. Und direkt danach, dann kamen schon mehrere Anrufe von anderen Division One Schools als Walk-On. Meine Traumschule damals war University of Pittsburgh, und hatte da auch einen Walk-On. Das heißt, du kriegst kein Stipendium direkt, aber du kannst zum Beispiel auch im Football-Team sein, dort spielen, musst aber selber für deine Schule bezahlen. Und die hatten dann einfach einen Kicker, der heißt Chris Blewett, der ist jetzt auch in der UFL momentan noch. Und er war der in den Stammkicker, war schon Stipendium, und ich hätte erst mal 3 Jahre lang warten müssen, vor dem ich erst spielen könnte. Und dann habe ich mich weiter mit meinem Kicken-Coach ein bisschen unterhalten, und der hat mir dann empfohlen, nach Utah State zu gehen, nachdem sie mir auch eine Preferred Walk-On gegeben haben. Und hey, du hast einen Roster-Spot, musst dich aber durchkämpfen. Und direkt als ich angekommen bin, 2 Tage später wurde mir gesagt, hey, du bist zu dünn, du musst erst mal zunehmen, vor dem du spielen Eieiei, kannst. ja. Und hey, ich habe das dann Als Kicker sogar, mitgenommen. okay, krass, ja. Ja, also ich war dann 73 Kilo oder so. Also ich war richtig dünn. Und es gibt auch ein gutes Transformation Picture von beiden, wo ich halt wieder als dünner auf der linken Seite bin, und dann Okay, in meinem dritten Jahr. da bist du in den Kraftraum Ja, und hast dann. gepumpt, ja. Genau, also für ein Jahr, das war sehr, sehr wichtig. Ich würde es auch sehr vielen empfehlen, aber ich glaube, momentan sind wir in so einer Generation, wo viele Leute einfach keine Geduld mehr haben und die alles instant wollen. Also die denken sich, hey, ich bin dies und das und ich kann nicht ein Jahr aussetzen oder sowas. Aber ich habe dann ein Jahr aussetzen können, im Training natürlich kicken dürfen, dann aber auch im Kraftraum nochmal mich verstärken können. Und dann im Jahr 2 war es dann wirklich so, hey, du kannst für den Starting Spot jetzt auch Competition machen. Und wenn du der Beste bist, dann wirst du auch starten. Und dann habe ich wie sagt man, die Competition gewonnen. Aber die wollten mich halt in verschiedenen Situationen einsetzen. Die haben dann gesagt, okay, wir wollen dich jetzt nicht einfach alles auf einmal reinschmeißen, wenn wir 2 Seniors noch haben. Und haben mich dann für ein paar Kickoffs benutzt. Ein paar Field Goals und einfach mich ein bisschen so leicht in die College-Welt einblicken lassen. Und dann im dritten Jahr haben sie mir Stipendium gegeben und seitdem Stark. einfach Stammkicker für die nächsten 3 Jahre. Ja, und da hast du ordentlich abgerissen und weiter auf dich aufmerksam gemacht, weil wir alle wissen, oder viele, die Football-Fans wissen auf jeden Fall, dass es dann letztendlich ist langer und nicht einfacher Weg. Ich glaube, viele stellen sich das auch viel zu einfach vor. Hast du es auch in Richtung NFL geschafft? Wie läuft es denn dann ab? Du bist im College, du hast gespielt, es gibt den sogenannten Draft. Wie kommt man in diesen Draft rein? Wie war das bei dir? Ja, also wenn du deine College-Zeit absolviert hast und alle 4 Jahre lang gespielt hast oder deine vierte Saison bei ist, bist du automatisch im Draft. Es gibt auch eine Regel, wo du eigentlich nach 3 Jahren schon dich anmelden kannst beim Draft, aber dann vorgehst du die Chance, nochmal im College zu spielen. Also man hört das von sehr vielen jungen Spielern, die dann auch schon wissen, dass sie First-Round-Picks sind oder sowas, dass die als Junior schon in den Draft gehen. Aber ich war dann Senior, ging in den Draft rein, automatisch, und wusste, okay, ich habe eine gute Chance, vielleicht gedraftet zu werden, aber wird wahrscheinlich undrafted. Und im Prozess von seitdem die College-Saison vorbei ist, Dazu muss man mal kurz ist. einwerfen, für alle, die jetzt nicht so im Football drin sind, dass Kicker gedraftet werden, ist eher selten, beziehungsweise eher in den späteren Runden im Vergleich zu anderen Positionen. Genau, also es ist einfach sehr oft so gesehen, dass. Wenn du als Kicker gedraftet bist, dann das Team hat Vertrauen in dich und du wirst da mindestens für 2, 3 Jahre sein, vor dem sie sich andere Gedanken machen. Aber das war dann einfach so eine Sache. Ich wusste,
wegen diesen Gesprächen nach der Saison vom College Football. Das sind wirklich wie Interviews, wo du dann weißt, okay, dieses Team mag mich, dieses Team macht mir jetzt schon ein Angebot während dem Draft und du hast schon eine Ahnung, wo du hingehst. Bei mir, ich hatte mich immer richtig wohlgefühlt mit den Las Vegas Raiders, auch mit den Coaches da. Alles ging top. Und da habe ich mich dann auch nach dem Draft entschieden, okay, hey, ich will da unterschreiben und da hoffentlich Competition machen, dass ich dann vielleicht da der Starting Kicker sein kann. Bin da hingegangen und direkt, hey, zweite Woche vom Training Camp direkt gecuttet, weil wegen Covid mussten die dann die Regeln ein bisschen verändern und sind dann von 90 Roster-Spots auf 80. Also Ganz ich habe kurz, gefühlt, weil ich glaube. du bist ja, also ich habe schon ein paar Mal gesagt, ein sehr positiver Mensch. Aber auch positive Menschen haben irgendwann Momente, die dunkel sind, die traurig sind, die, wo man sich hinterfragt, wo man vielleicht ein bisschen zweifelt, wo man ein bisschen sich ärgert. Und das ist ja auch vollkommen normal. Man darf sich auch ärgern, man darf auch traurig sein, man darf auch wütend sein. Wichtig ist ja nur, was man daraus macht und aus der negativen Energie irgendwann eine positive erstellt und diese, ja, Transformation schafft. Aber um das hier ein bisschen, ich sag mal, authentischer, realistischer zu machen, weil wenn du jetzt nur positiv davon sprichst, dann glaube ich, skippen wir diesen Aspekt, der eigentlich wichtig ist. War das der erste richtige Down-Moment für dich, dass du gecuttet worden bist? Trotz, also ich meine, du hast ja die Gründe mit Covid und so gehabt. Oder gab es vorher schon einen Moment, wo du wirklich, ja, einfach auch mal sehr getroffen warst, bevor du wieder positiv werden konntest? Zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich. Also, das ist dann, du weißt, in welche Welt du eigentlich kommst. Und ich sehe das eher so, natürlich ist es ein trauriger Moment. Man hat sich so hart daran gearbeitet, dass man diese Chance bekommt, die dann einfach weggenommen wird. Aber ich glaube, ich bin dann immer sehr gut umgegangen damit, weil ich einfach wusste, hey, es liegt außer meiner Kontrolle. Ist ja nicht, als ob ich hier nicht gut gekickt habe oder sowas. Und ich weiß, dass wegen diesem Grunde es auch kommen wird, dass die nächste Chance wiederkommt. Aber um ehrlich zu sein, ich habe den Moment, wo ich wirklich der tiefste Moment in meinem Leben, würde ich sagen, war im College eigentlich. Und ich habe dann innerhalb meiner ersten Saison, wo ich gestartet habe, beides erlebt. Also ich war dann am Gipfel von College Football. Ich war einer der drei, die nominiert wurden für den besten Kicker Award, habe den dann auch leider verloren, aber hey, als erste Saison als Spieler direkt am Gipfel von College Football zu sein, Ja. darauf kann man stolz sein. Und dann war es halt einen Monat später, wo wir in unserem Bowl-Spiel, das ist so eine Art Championship-Spiel, da haben wir gegen New Mexico State in Arizona Bowl gespielt. Und mir ging es nicht gut. Ich hatte Lebensmittelvergiftung, habe aber meinen Coach angeschaut und gesagt, hey, ich will den Ring gewinnen, ich muss da durch, ich muss da jetzt einfach kicken, ist egal, was passiert. Und es war halt, wenn ich jetzt als erfahrener Mann zurückschaue, ein bisschen dumm von mir, weil es dem Team geschadet hat. Und ich war dann nicht 100%, habe dann einfach das schlechteste Spiel meines Lebens gehabt, habe vier Kicks verpasst. Kickoffs sind ausgemacht und die Gegner haben einen Kickoff-Return-Touchdown gemacht. Also wirklich alles, das schief gehen Ach konnte, ist du, wirklich schief ja, gegangen. oh je. Und das ist dann so auf einer nationalen Bühne natürlich gewesen und ich habe damals den Fehler gemacht. Ich bin dann, hey, Locker-Room-Kabine, ich war schon defeated, ich war schon mental von allem so runterbekommen, wegen einfach Lebensmittelvergiftung, fühlt sich dumm, du hast ein scheiß Spiel gehabt und alle deine Kollegen haben sich auf dich gesetzt und es ging schief. Habe ich halt einen Fehler gemacht, dass ich auf Social Media danach gegangen bin. Und Oh, was heißt das damals? Twitter oder wo bist du hin? ja, ich war auf Instagram, ich hatte Twitter dann noch nicht, also ich habe dann auch so Social Media selber ein bisschen rausgehauen von meiner Seite aus, dass ich mich einfach fokussieren konnte auf Football. Aber ich habe dann halbwegs durch die Saison wieder Instagram gemacht, weil einfach ich so viele Messages bekommen habe von meinen Kollegen, die sich gefragt haben, hey, wir hören nichts von dir, was geht hier ab? Aber Was hast du da gepostet? ich habe Also dann. du warst dann down und bist zu Instagram. Freunde, das habe ich auch schon getan. Nicht so clever. Also Emotionen sind cool Ja. im Sport, aber man muss manchmal nochmal durchschnaufen, bevor man ja
seinem Gefühl Worte verleiht. Es war nicht so, dass ich auf Instagram gegangen bin und gepostet habe oder so. Ich bin da einfach, hey, ich will mal Ablenkung, vielleicht gehe mal aufs Handy und schau zu. Und man geht auf Instagram, nachdem man ein schlechtes Spiel hatte. Ja, auf einmal kriegst du tausende von Morddrohungen und einfach diese ganze Negativität ab, mit der kein Mensch sich gefühlt vorbereiten kann, wenn, hey, hier ist die ganze Welt gegen dich irgendwie. Warte mal, du hast dein erstes schlechtes Spiel im College gehabt. Egal wie schlecht das war. Und hast dann Morddrohungen bekommen? Ja, Morddrohungen oder halt einfach, man soll Selbstmord machen oder dein Leben ist nichts wert. Einfach solche ganzen. Aber wer waren die Typen? Waren das irgendwelche vom College, von Utah? Fans? Nee, das waren einfach College Football Fans, die das Spiel angeschaut haben, weil es ja ein nationally televised Game auch war. Also, ja, also das ist halt so eine Sache und im Sport natürlich, das hat. Ja, aber ganz kurz, da kann ich schon wieder ausrasten. Das sind Menschen, denen fehlt die Fähigkeit zu reflektieren. Ich glaube, die gucken einen Spiegel und sehen gar nichts. Wie kann man denn auf Social Media gehen und auch wenn ich jetzt Riesenfan bin von Schalke, von den Patriots, von Dominik Eberle, egal, und dann dem Sportler eine Nachricht schreiben, ich meine, ich kann ja sauer sein, ist ja alles in Ordnung. Und ich kann auch sagen, man hatte ein Kackspiel. Aber dem zu sagen, bring dich um, also welche Synapsen fehlen da, dass du so degeneriert schreibst? Das tut mir leid. Ja, nee, hey, das kommt manchmal mit. Also die haben mit Fans auch so, die sind auch Menschen, die haben auch Emotionen. Ja, aber das ist nicht menschlich. Also in einer anderen Menschen zu sagen, bring dich um, da hört meine Toleranz auf. Also ich finde, man soll viel tolerieren und man soll viel zulassen. Und wie gesagt, Emotionen sind im Sport wichtig, aber den Tod zu wünschen, ist eine Grenze, die sollte nie überschritten werden. Nee, da stimme ich dir vollkommen zu und das war halt der Fehler, den ich als junger Mann gemacht habe, wo ich habe Social Media gecheckt und das war dann halt nochmal ein tiefer Schlag, also unter der Gürtellinie, wo ey, du fühlst dich jetzt schon physisch dumm, mental bist du nicht stark und jetzt kommt all das. Und dann zu dem gleichen Zeitpunkt hat mich dann auch eine Kollegin, mit der ich zusammen war, auch verlassen, wegen dem Spiels, wo du dich nochmal in den Rücken eigentlich gestochen fühlst. Also das war wirklich der absolute Tiefpunkt. Ja, aber wait. Vor allem, aber okay. Eine Kollegin oder deine damalige Freundin? Also war das eine leichte Bekanntschaft oder war das eine feste Freundin? Es war Anfang von einer Beziehung, würde ich sagen. Also und die sagt dann, du hast Scheiße gekickt? Die weiß doch, dass du Lebensmittelvergiftung hattest oder nicht? Ja, sie wusste es, weil wir auch geredet haben und so, aber was dann daraus passiert ist, sie ist direkt zu einem anderen Teammate gegangen und war dann mit ihm zusammen. Also ei. Freund direkt, okay, das ist der Zeitpunkt, wo ich gehe. Ja. Tschüss, macht's gut, Freunde. Ja. Was ist... Nee. Das ist dann alles auf einmal passiert und ich kann mich erinnern, das war, also du kennst mich ja auch persönlich neben allen Sachen, ich bin auch immer positiv, ich bin immer die gleiche Person, aber das hat mich dann nochmal richtig anders getroffen, wo ich dann einfach sagen musste, okay, wie komme ich da raus? Soll ich dir was sagen ganz kurz? Tut mir leid, wenn ich dich zum 10. Mal unterbreche, aber sie hat dich beschützt. Nee, kein Ding. Sie hat dich beschützt vor sich selbst. Dass sie dich da verlässt, ja. Da hat sie ja ihren wahren Charakter gezeigt, wenn sie in der sportlichen Niederlage ihren anfänglich Beziehungstypen verlässt, um dann wenig später mit wem anders zusammenzukommen. Ich weiß ja jetzt von deinem privaten Zustand, von deiner Beziehung, dann glaube ich, kannst du sehr glücklich sein, dass das so gekommen ist, weil alles andere, wenn es noch länger gegangen wäre, wäre noch schlimmer gewesen. Meine Güte. Ja, also das ist dann auch so eine Lesson gewesen für mich. Ja. Wie du gesagt hast, nee, das ist ein positives Ding, dass die damals diese Entscheidung getroffen hat, weil dann weißt du, okay, wie kann ich mich mehr beschützen in dieser Welt vor genau solchen Personen und so. Und ja, ich habe dann einfach meinen Freundeskreis, der schon eng ist, einfach mitgenommen, Familie und einfach die wichtigen Sachen im Leben dann einfach Priorität erstmal gemacht und nicht nur Football für gefühlt einen Monat oder so, bis wir dann von Winterpause wieder mit Football angefangen haben im College
Dann habe ich das einfach so mitgenommen, habe mir die Zeit genommen und hey, dann hat sich auf einmal alles verändert. Also Mentalität her war dann einfach, jetzt bin ich noch mal mehr gereizt wie je zuvor und das hat man auch auf dem Spielfeld gesehen, weil die kommende Saison habe ich gefühlt jeden einzelnen Rekord, den ich brechen konnte, gebrochen. Habe auch eine gute Saison gehabt, körperlich. Dann auf, ich glaube, das waren dann sogar 92 Kilo oder so gegangen, also 20 Kilo mehr, von was ja. war es? Ja, 73 hast du von, gesagt. ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt von Sophomore ja 80 Kilo, aber dann halt trotzdem nochmal 13 Kilo oder so Ja. draufpacken. Und es war dann nur Muskel. Und ich habe dann wirklich die Disziplin genommen. Dann Doc Gordon ist einer der Sportpsychologen, der bei Utah State arbeitet, auch einer der besten, die es gibt. Er war mit Olympia-Goldmedaillen Track-Team von der USA zusammen. Der kann dir wirklich Stories erzählen ohne Ende. Und da habe ich sehr viel mit ihm gearbeitet, einfach mit ihm reden. Hey, wie ist Michael Jordan so als Person? Was macht er? Weil er sie auch kennt. Also er ist ja auch mit diesen bekannten Athleten irgendwie befreundet oder hat mit denen gearbeitet und da hat dann immer mich mental mit ihm ein bisschen so gechallenged. Und seitdem habe ich dann einfach diese Mentalität gehabt, Ja, okay, geil. hey, Scheiße Also, passiert, ja, aber wie kommst du jetzt nach vorne? turn a negative story to a positive one. Auf jeden Fall, ja, finde ich eine sehr schöne Moral an der Stelle, die wir hier erleben. Okay, dann lass uns jetzt Richtung NFL gehen. Wir haben ja gerade schon angefangen, dass du bei den Raiders dann gecuttet worden bist nach 2 Wochen. Wie lief es dann weiter? Du warst ja dann bei verschiedenen Football-Teams. Was waren deine Erfahrungen dort? Was würdest du rückblickend anders machen? Worauf bist du sehr stolz? Also ich bin einfach stolz von allem. Hey, in der NFL zu sein, im NFL-Kreis zu sein, ist schwierig genug. Da erstmal reinzukommen und dann das meiste von seinen Gelegenheiten zu tun, ist auch nochmal anders. Also ich war gecuttet von den Raiders, dann wieder bei den Raiders, dann wieder gecuttet. Also es ging hin und her. Und vor dem ich jeweils mein erstes Spiel gespielt habe bei den Raiders, war ich schon zweimal von denen gecuttet und wusste, dass direkt nach dem Spiel werde ich auch gecuttet. Das Also wusstest du vorher. wusste ich vorher, weil Daniel kam dann zurück von Covid und die waren, also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber es war dann so, er hätte eigentlich im Spiel spielen können, dann privat zu dem Verein, also der Franchise und ihren Operations Guys gesagt, hey, Domi hat sich den Arsch aufgerissen, der darf jetzt spielen. Und er hat dann einfach gesagt, nee, der darf diesen Sonntag spielen. Also ganz kurz, Hat mir dann nochmal einen gesagt, Schritt hey. zurück. Es gibt Daniel Carlson, der war der Kicker bei den Raiders. Der hätte theoretisch wieder spielen können und er wollte auch wieder spielen. Aber die Organisation hat gesagt, sorry, wir wollen jetzt Domi die Chance geben wegen seines Eifers. Wie hat Daniel Carlson da reagiert? Hattet ihr ein gutes Verhältnis? War er sauer? Es war andersrum. Daniel war derjenige, der es gesagt hat. Also Ah, Daniel war. oh, Ja, das ist aber stark. und das muss ich halt auch, hey, ich habe nur Respekt für Daniel. Also er ist immer einer der besten Kicker gewesen, einer der Vorbilder, für die sich Kinder auch ihn anschauen können und einfach wissen, der lebt ein gutes Leben und ist eine gute Person. Und er war derjenige, er hatte Covid, deswegen wurde ich dann nochmal resigned von den Raiders. Hatte Covid, ich durfte dann im Training Camp alles mitmachen. Theoretisch hätte der am Mittwoch vom Seahawks-Spiel zurückkommen können und hey, er hätte auch spielen können. Aber er hat dann gesagt, nee, gib mir noch mal eine Zeit. Ich habe jetzt ganze 2 Wochen kein Training Camp gemacht oder gar nichts. Gib mir mal die Zeit, dass Domi dieses eine Spiel spielen, weil es sich verdient hat. Und es gibt von mir aus einfach den übergrößesten Respekt an Daniel. Und natürlich auch an die Raiders Organization, weil die hätten ja ihm einfach sagen können, hey, du Ja. bist unser Starmann, wir zahlen dir das Geld. Nee. Und Ja, krass. deswegen habe ich einfach diesen Respekt für ihn und die Organization. Und die haben es mir gesagt, ja, du wirst am Sonntag spielen können, aber dann wirst du auch wahrscheinlich gecuttet. Und dann
Ich hatte ein gutes Auch Spiel, keine. auch ein richtig Ey, gut. aber warte, Ja. was ist das für Tage? Also erstmal kommt ein NFL-Kicker zu dir, einer der besten, und sagt, ey Mann, du hast dir so den Arsch aufgerissen, bitte, du sollst spielen und nicht ich. Er verzichtet drauf. Dann gehst du mental in dieses Spiel, weißt aber von den Raiders vorher, ey, egal wie du spielst, danach wirst du gecuttet. Das ist NFL in kurz Ja. erklärt. Ja, also das war dann so, ich hatte ein richtig gutes Spiel gehabt. Familie war auch da und wir sind ein Abendessen gegangen und alles. Und dann habe ich auch ein paar Texts bekommen, wo mein Agent gesagt hat, hey, die Raiders versuchen nicht gerade zu traden. Ich dachte mir, oh, okay, das wäre nochmal idealer, weil anstatt mich dann zu cutten, was ich eh wusste, würde am Montag passieren, wenn sie dich traden, heißt es direkt, hey, dieses andere Team ist investiert in dich dran und will dich auch unbedingt haben. Und dann bin ich schlafen gegangen, bin früh aufgestanden, also so 6 in der Früh war ich schon wach, direkt rübergefahren zur Facility, wollte eigentlich noch ins Gym da gehen und ein gutes Workout mit denen haben, aber dann auf dem Weg zur Facility habe ich einen Anruf bekommen, hey, bring dein iPad, Mike Mayock will mit dir reden und das heißt dann direkt, du weißt schon, jetzt wirst gecuttet innerhalb der nächsten 10 Minuten, aber Dein iPad, weil du es abgeben musst, oder warum? ja, da ist das Playbook und alles drauf. Also das iPad ist das gleiche wie das Ist doch ein Playbook. scheiß Gefühl. Bring dein iPad mit, der Boss will reden. Und du weißt, ich muss mein iPad nur mitnehmen. Ja, Oh. weil, ey, wenn du es nicht mitnimmst, dann ist es das teuerste iPad der Welt, weil ich Ja. glaube, das sind 15.000 € Strafe oder sowas, wenn du es nicht Oh. abgibst. Also das iPad musst du mitnehmen. Ja. Dann war es so, wir haben uns reingehockt. Mike, Coach Passaccia, Byron, alle waren da, also mit denen ich da gearbeitet habe. Und die haben einfach nur großes Lob an mich gegeben und gesagt: Hey, wir wissen nicht, ob du es weißt, aber für die letzten 12 Stunden haben wir dich versucht, nach New Orleans zu traden. Aha, Und wer war der Kicker? das Ding war, der hat sich gerade verletzt. Also, es war Will Lutz, Ja. aber er hat sich verletzt. Ich glaube, der hat sich, war vielleicht ein Leistenbruch oder so auch. Okay. Aber er war verletzt und würde die Saison dann fehlen. Und das war dann so eine Sache, die brauchten dann wieder einen. Und die haben aber gewusst irgendwie auch, dass die Raiders mich dann einfach cutten werden, anstatt mich irgendwie zu behalten und irgendwas zu tun. Und dann ging es ziemlich so, dass die Raiders gesagt haben, ja, wir cutten dich. Aber wenn du morgen um gegen 11 Uhr in der Früh bereit bist, weil dann hast du 2 Uhr nachmittags auf der Ostküste, ist dieses Waiver Wire vorbei. Ein Team kann dich zum Probetraining einladen. Hey, wir können dir nur empfehlen, dass du morgen um 11 Uhr zu Hause mit einer verpackten Handtasche schon bist, weil dann kriegst du einen Anruf. Wie Und geil. das war wirklich so, 11:02 Uhr krieg ich den Anruf von einer Louisiana Nummer. Ich wusste direkt, oh hey, Dominik Eberle hier, bla bla bla. Ja, es ist so und so von den Saints, wir wollen dich zum Probetraining haben. Und dann 11 Uhr, ich glaube 30 war ich schon am Flughafen und 11:53 Uhr ging es zum Probetraining. Krass. Es ist insane. Ich finde eine geile Frage hier gerade aus dem Twitch-Chat von Rubinho. Der fragt, hat man als Kicker Zugriff auf komplette Playbook oder nur die Spielzüge pro Position? Also hast du das ganze Playbook der Raiders gehabt oder nur so ein Teil? Ja, also du kannst dir Offense, Defense, alles anschauen, Installs und so. Für viele macht es auch keinen Sinn. Für mich hat es keinen Sinn so wirklich gemacht. Also ich schaue es mir gerne an, einfach um zu wissen, ey, was für Konzepte haben wir so. Aber einfach die Fachbegriffe, vor allem wie Coach Gruden es gemacht hat, wie er mit der Lingo da umgegangen ist, war dann nochmal eine ganz andere Sache, wo ich gesagt habe, ey, ich bin Fußball. Fanatik und ich kann dir viel sagen, aber wenn das dann wirklich so 60 Wörter Sentences werden, also Sätze, Also ich kann da nichts anfassen. Coach Gruden hat in Sachen Playbooks übertrieben, was die Bezeichnung der Spielzüge anging, ja? Nicht übertrieben, aber jedes einzelne Assignment hat was. Beispiel Y-Pivot, Motion X, Z. Z-Switch, Okay. Y-Flood, Ja, klingt wie der neue einfach Tesla. all diese Ja. Sachen zusammen.
Ja, all die Sachen zusammen mit einem Smash-Konzept und Stick Roads und was auch immer. Und da Ja, denke ich Medium einfach, bitte, ja. nicht Rare. Ich hätte gerne Medium, ja. Okay. Genau. Okay. Da wir nicht ewig Zeit haben, leider, weil du hast heute noch Recovery und ich gerne auch noch zu dem Teil gehen möchte. Ja, also dann Raiders-Erfahrung gemacht, dann die Saints. Erzähl ruhig weiter, wie es dann lief. Habe dann Saints Tryout gehabt. Ging okay, habe nicht mein Bestes gekickt, aber war auch nicht schlecht. Dachte mir, ja, okay, hey, wenn Sie mich wollen, wollen Sie mich. Haben mich dann aber leider nicht genommen und haben einen Erfahreneren genommen, weil sie wussten, dass Lutz dann auch für die Saison verloren gegangen ist. Und deswegen sind sie einfach in Richtung Erfahrung gegangen, haben ihn genommen. Ich bin dann wieder zurückgeflogen und innerhalb 2 Tagen war ich in Carolina und habe bei denen gesigned. Also war ich bei den Panthers, bin auch wieder einen Tag vor dem Spiel gecuttet worden. Oh nein. Musste dann auf dem Rückflug nach Las Vegas, war es dann so, okay, hey, ich bin zwar genervt, aber auf dem Rückflug habe ich mir dann das Houston-Texas-Spiel angeschaut. Da hat sich der Kicker während dem Flug verletzt und ich dachte mir, jetzt, ich komme morgen an und muss wieder fliegen. Dann war es genau so, dann bin ich angekommen, geschlafen, musste dann nach Houston. Houston hat gesagt, ja, hey, wir wollen dich eigentlich, aber wir machen das erst nach den Roster-Cuts. Und dann war die Entscheidung am Donnerstag vor dem ersten Spiel, also es war noch eine Woche zum ersten Spiel, Ja. war die Entscheidung dann, weil Carolina sich auch nochmal gemeldet hat, hey, entweder zu Carolina gehen oder zu Houston. Houston war mir dann direkt bewusst, dass ich dann für 3 Spiele spielen werde, aber danach auch wieder gecuttet werde. Ist auch krass, finde ich mental, ja. Und Carolina war dann so eine Sache, dass, hey, wenn du hier reinkommst und einfach gewinnst, diesen Kicker-Duell, dann bist du unsere Nummer 1. Dann dachte ich mir, okay, hey, langfristigerweise, ich würde lieber Nummer 1 sein, anstatt nur für 3 Wochen wo zu Ja. spielen. Bin dann nach Carolina gegangen und dann ja, wurden Entscheidungen getroffen, wo ich habe gut gekickt, ich habe meine Sachen gemacht, aber irgendwie haben sie auch immer jemanden anders genommen, der dann kicken durfte. Und dann Auch war es halt das Ding, frustrierend. ich war in Carolina auf der Practice Squad, mir einfach gedacht, weißt du was, ich arbeite einfach weiter, ich mache keine großen Aussagen, ich weiß, wie es ist. Manchmal ist es einfach Politik hinter den Kulissen, womit man selber überhaupt nichts machen kann. Also, Ja. das sind einfach andere Entscheidungen so. Und wurde dann halbwegs durch die Saison entlassen. Und auf einmal das Gleiche ist wieder passiert in Houston, wo der Kicker dann Covid hatte. Und direkt Ich musste erinnere nach mich. Houston und spielen. Ich erinnere mich an eine WhatsApp von dir damals an mich, wo du geschrieben hast, Mike Houston hat angerufen, bitte halte dich noch zurück, ich muss rüber. Das war krass. Ja. Also ich habe das dir dann auch gesagt und einfach, ach hey, ich werde am Sonntag spielen. Ja. Ich habe einmal mit dem Team trainiert und Ja, ich habe direkt so die spielen Daumen müssen wir. gedrückt, ne? Ich war in meinem innerlichen Domi Eberle-Trikot zu Hause und ja, ich war sehr stolz auf dich. Nee, war ein Top-Spiel und danach war es halt wirklich so, wir haben gegen die Chargers gespielt und die Chargers waren inmitten vom Playoff-Rennen. Und weil wir gegen die gewonnen haben, kommen auf einmal alle meine Raiders-Kollegen und texten mir, hey, wegen dir haben wir jetzt eine Chance in die Playoffs, yada, yada, yada. Und ich Geil. dachte mir, hey, das wär auch ideal. Und dann habe ich leider Covid bekommen, konnte das zweite Spiel nicht spielen, aber Kaimi ist zurückgekommen. Und dann wurde ich gecuttet vor der letzten Woche. Und das zeigt einfach, wie Ei. unglaublich diese Liga ist. Ja. Wurde gecuttet am Mittwoch, komme Mittwochabend an. Da denke ich mir, okay, ja, erstes Spiel absolviert, gut gegangen. Nächster Anruf für nächste Saison kommt bald. Also wird dann wahrscheinlich ein Futures-Deal irgendwo unterschreiben. Perfekt. Am Donnerstag, Raiders hatten dann das Sunday-Night-Spiel, aber Donnerstag nachmittags war dann dieses Elektro-Event, also das heißt CES, das ist dann für diese neuen TV-Produkte und all diese Sachen.
habe ich mich mit all meinen Raiders-Kumpels verabredet und so. Und wir waren dann bei diesem Event, das ist sowas wie Comic-Con, aber halt für die neuen, wie sagt man halt, elektronischen Geräte und so. Und dann sind wir da und wir haben Spaß, reden miteinander und ich kann mich erinnern, ich schaue zu meinem Kumpel Trent und ich sage ihm, ja, weißt du was, mit meinem Glück kriege ich morgen einen Anruf und muss wieder irgendwo hin. Nein. Und dann tatsächlich kam es, dass Detroit, oder? die Carolina Panthers Ah. mich dann nochmal angerufen Ende der 2022, Ja. 2021 Saison. Und haben gesagt, ja, unser Kicker hat vielleicht Covid, wir verpflichten dich fürs Spiel gegen Du Tom warst Brady und Mr. die Covid. Buccaneers. Ja, du warst Mr. Covid. Du bist Alter. immer, ja. Gefühlt einfach immer Covid-Ersatz und was auch immer, dann bin ich rübergeflogen, durfte mir Tom Brady und Gronkowski, wie sie gefühlt 50 Pässe miteinander hinzuwerfen, schauen und dann nach dem Spiel, das ist eine geile Story. Stell dir vor, wie Kinder sich bei so einem Eiscremewagen anstellen, haben sich Leute von der Carolina Panthers Organization, ob Spieler oder Trainer waren, angestellt, um ein Foto mit Tom Brady zu machen oder um die Hand zu schütteln oder ein Du Trikot zu auch? bekommen. Habe ich auch gemacht. Ich habe ihm Hand geschüttelt, aber stell dir vor, so haben wir uns das alle getan. Okay, ich bin Coach, du bist Ich Zuschauer. auch. Ja. Ja, geil. Ja, ich hätte es nicht anders gemacht. Aber ja, hey, in dem Moment war ein cooles Ding. Dann Saison vorbei und dann Super Bowl und alles war in LA. Hab meinen Vater mitgenommen und dann einen Tag vorm Super Bowl haben die Packers angerufen und wollten mich verpflichten. Hab dann da unterschrieben. Dann bei den Packers war halt gesundheitlich ein bisschen was los mit mir, wo die große Vermutung war erstmal Krebs. Und das war dann auch so ein Tiefschlag, wo. Ey, man weiß nicht, ob man Krebs hat Ist oder auch ein nicht. Riesenschock, ja. Du erzählst das so nebenbei, aber das ist, glaube ich, in deinem Alter vor allem noch mal. Ja, was kam da raus? Wie bist du damit umgegangen? Ja, also das war dann halt so eine Sache, wo mir war das noch nie bewusst. Also zum Glück, und ich klopfe hier auf den Tisch, habe ich in meiner Familie oder näheren Umgebung damit noch keine Erfahrung gehabt. Und ich würde es auch keinem wünschen und alle, die da durchgehen müssen. Ich habe nur Empathie dafür oder halt Empathy, sagt man auf Englisch, weil das einfach so eine richtig grausame, sag mal, grausame Erfahrung, Geschichte mit allem, Erlebnis, ja. Erfahrung, genau. Und es war dann halt anders für mich, als mir gesagt wird, dass da eine hohe Chance ist, dass es Krebs ist, aber die mussten dann erstmal was machen Aber wie kam innerhalb es meines dazu? Hast du Halses. dich schlecht gefühlt? Bist du zum Arzt gegangen? War das nach dem Essen, nach dem Sport? Das war dann einfach, das wurde jeden Tag schlechter und ich dachte einfach, okay, ich habe irgendwie eine Erkrankung oder so und das kennt man ja, manchmal hat man Schnupfen für einen Monat oder sowas, aber. Bei mir war es dann so, das war dann nur im Hals. Ich konnte nichts mehr essen. Ich gefühlt im Schlafen erstickte ich ein paar Mal, musste mich ständig übergeben. Also ich wusste, da war irgendwas nicht korrekt. Und der Moment, wo es dann richtig schlimm war, es ist dann auch zuvor ein paar Mal passiert, aber ich wollte einfach durchkämpfen wegen OTAs. Aber meine Freundin war dann da und hat mich besucht in Green Bay. Und ich bin dann aufgewacht, so eine Stunde vorm Alarm, bin direkt ins Badezimmer gegangen und konnte nur Blut spucken. Also ich habe nichts anderes übergeben außer Blut. Und das war dann halt so, sie hat direkt gemerkt, hey, da ist nicht alles okay. Und dann mussten wir all die Tests machen. Die konnten wegen dem Blut, das abgenommen wird, dann nichts erkennen, als ob das irgendwas anderes ist. Aber die müssen ja dann in den Hals rein, diese Zellen wegzunehmen und sie dann dadurch für Krebs und so zu testen. Ja, bei. Und das war dann einfach so, meine Speiseröhre war dann ein Drittel von wie groß es hier eigentlich sein sollte. Und haben dann auch die Zellen weggenommen und es war dann halt, hey, hättest du vielleicht 6 Monate länger gewartet, wäre es Krebs gewesen. Du hast es früh genügend jetzt gesagt. Da, Boah. wo wir das jetzt hat.
mit einer leichten OP. Also die gehen dann rein und reinigen es alles und machen dann nochmal so einen Stab rein, dass die das wieder vergrößern. Und die haben halt gesagt, nee, du hast es wenigstens früh genug erkannt, dass es Ja. sich nicht verschlimmert hat. Aber das war dann halt auch zum Zeitpunkt mitten von OTAs. Ich habe eigentlich richtig gut gekickt am Anfang, musste dann durch all diese Sachen durch. Mental war dann einfach nicht mehr okay und habe dann auch schlecht gekickt und wurde dann auch direkt danach entlassen. Also war dann einfach echt gefühlt Heftig. so hart arbeiten, wie du willst, aber Ja, das ist man ein kriegt Downer, nur aber ein du kannst ja nichts Leben. dafür, ja. Ja, du kriegst nur ein Leben und Gesundheit ist das Wichtigste. Und dann bin ich nach Hause angekommen, habe mich mit Ärzten in Phoenix erstmal verabredet und so, die mir dann geholfen haben mit neuen Medikamente und all diesen Sachen. Und habe mich dann endlich im August, also Anfang August, wieder komplett 100% gefühlt. Und 2 Wochen später war ich dann Tryout bei den Patriots. Echt Oha. geil, boom, komm wieder rein, hab gut gekickt dort. Dann kam Tryout mit den Lions, wo ich auch im Jahr zuvor ein Tryout hatte. Und Lions haben mich direkt genommen. Boom, Woche 4, komm rein, darf endlich spielen. Der Starter hatte sich verletzt. Und hey, habe ich 2 extra Punkte verschossen. Und das war dann die kurze Karriere als Starter, nachdem ich 3,5 Jahre alle Pulle gegeben habe, dass ich endlich mal diese Position bekomme. Ja, Ja, ey, 2 extra Punkte ich weiß es verschossen. noch, weil ich war damals bei RAN auch im Dienst und ich glaube, ich habe das sogar auch gepostet. Und ich war einer der Momente in meinem Leben, wo ich sehr viele Kommentare nicht löschen musste, aber kommentieren musste. Was sich vor allem auch deutsche Fans da rausgenommen haben und negativ kommentiert haben, weil die blicken das halt alle nicht, was da für eine Arbeit hinter steckt und dass man als Kicker halt auch mal Fehler machen kann. Und Kicker ist so ein bisschen wie ein Torwart im Fußball. Wenn du halt da einen Fehler machst, das fällt halt jedem sofort auf, weil entweder ist das Ding drin oder nicht. Ja, es gibt andere Positionen im Football, da kann es sein, du machst einen Fehler und du hast Glück und der Spielzug geht nicht durch. Und was da kommentiert wurde von, ja, war ja klar, der Deutsche wieder und der verkackt und was weiß ich, das war, das sind so Momente, wo ich wirklich einen Schrecken habe, was unsere Gesellschaft angeht. Mir tat es für dich mega leid, weil ich natürlich wusste und dich intensiv verfolgt habe, was du drauf hast und ich weiß, niemand ärgert sich mehr als du. Aber ich fand auch, dass du aus dieser Situation für dein Leben eine Menge Erfahrung mitgenommen hast. Und das, also generell finde ich, bei den ganzen Schicksalsschlägen, die wir jetzt hier hatten, ist es einfach unfassbar krass, wie du immer wieder zurückgekommen bist. Und das ist eine unfassbare Stärke, den vielen Menschen fehlt. Ja, und das ist halt so, hey, am Ende des Tages, jeder darf seine eigene Meinung haben. Ja, also, hey, wenn mir jemand sagt, einfach eine gute Kritisierung gibt und sagt, hey, du hast jetzt verschossen, weil du zu schnell es versucht hast zu schießen oder dein Winkel war so und so. Hey, das ist komplett, jeder darf seine eigene Meinung und so haben, solange es nicht beleidigend ist. Hey, wenn jetzt jemand sagt, Ja, nee, du ja. bist das und das und so weiter und so fort. Okay, hey, darum kümmere ich mich nicht mehr, weil ich ja schon die Erfahrung im College damit hatte und dadurch einfach erwachsen werden konnte. Aber ja, ging dann einfach nicht für mich, habe einfach einen schlechten Tag erwischt, wo es wirklich, hey, der Unterschied zwischen dem Spiel und diesem Spiel war wirklich weniger als 1 Meter, weil beide Dinger, die ich verschossen habe, waren ja einfach nicht weit entfernt von, dass sie drin gewesen wären. Aber wenn die beiden reingehen, dann bin ich mir sicher, in meinem Kopf wäre ich da trotzdem noch der Kicker heutzutage gewesen. Aber hätte wahre Kette, wie sagt man, hätte Fahrradkette. Ja, mein kleiner Matthäus. Wäre, wäre oder hätte, Ja, hätte. Ja. Ja, diese Gedanken ist bringen das ja natürlich Gleiche, nichts. Ja. Ja, die Gedanken bringen natürlich aber nichts. ja, und hey, damit bin ich auch gut umgegangen. Ich habe gesagt, ja, einfach ein blödes Spiel erwischt, nicht gut gekickt und jetzt neu anfangen, einfach wieder weiter. Ist, Ich ich fühle finde mich es trotzdem trotzdem krass. topfit. Also die Detroit Lions sind ja aktuell ein sehr beliebtes Team und es ist NFL ist Business, aber es ist trotzdem hart, wie du halt einen schlechten Tag als Kicker haben kannst und dann raus bist. Also es ist unfassbar hart. Und manchmal finde ich auch zu hart tatsächlich, weil man ja auch deine Trainingsleistungen und alles drumheran, dein Tape kennt. Und dann, ja,
Das war ja für dich auch eine aufregende Situation. Du kommst da rein, sollst spielen. Ich würde mir wünschen, dass da ein paar Teams vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben, weil manchmal zahlt sich auch Geduld aus. Es gibt genügend Beispiele von Footballern, die am Anfang nicht gut performt haben und mit der Zeit immer besser wurden. Und das ist beim Kicker ja genauso wie beim Ja. Quarterback, Linebacker, Safety, Corner. Egal. Ja, ganz kurz nur, ich versuche immer dieses Format so eine halbe, dreiviertel Stunde zu halten. Domi ist jetzt schon der längste Gesprächspartner, aber ich finde es sehr, sehr geil, weil du uns sehr, sehr, sehr viele Einblicke gibst. Deswegen alles gut. Ich würde nur gerne jetzt, das war Detroit, dann gab es bei dir ja nochmal Ausflüge in die XFL. Du warst bei den Seattle Sea Dragons, hast da dich mal bewiesen, hast da sehr, sehr stark gespielt. Um jetzt zur Aktualität zu kommen, du bist jetzt 27 Jahre alt, ne? Oder 28, 27. 27 wäre der 28, ja. Ja, also du bist 27 Jahre jung noch, das ist ja auch noch krass, ne? Also du hast ja eigentlich noch, bist voll im Saft. Du hast jetzt den Entschluss getroffen, in die ELF zu gehen, bist jetzt neu bei Berlin Thunder am Start als Kicker. Was ist das für eine Entscheidung für dich gewesen, jetzt erstmal, sage ich mal, der NFL den Rücken zu kehren? Gibt es viele, die dann im Kopf haben, okay, er hat jetzt kein NFL-Team mehr gefunden, er geht jetzt in die ELF, bedeutet das, der NFL-Traum ist vorbei? Nein, also man weiß nie, ob die NFL anruft oder eine andere Liga oder irgendwas. Man kann ja eigentlich nur, hey, ich habe Bock, Football zu spielen, ich bin ein Athlet, ich bin jung in meinem Alter her und ich will einfach spielen. Und ich habe ja letztes Jahr XFL gespielt, war dann auch die Vermutung, dass mein Team noch da sein wäre, Ja. diese kommende Saison. Aber die sind dann auch aufgelöst. Also Ja, ist gefühlt bitter. immer Sachen, die ich nicht kontrollieren konnte. Aber dann ging es halt einfach so, hey, ich habe nichts von der XFL oder jetzt der neuen UFL gehört. Ein ganzes Jahr in der NFL ohne irgendwelchen Anruf, ob es Tryout oder was auch immer war, Was ohne glaubst du, gar woran nichts das gemacht. liegt? Ich meine, du hast ja eigentlich, also. Liegt das nur in der einen schlechten Detroit-Performance oder was meinst du? Oder ist es, weil so viele Junge nachkommen? Was glaubst du, warum gab es noch keinen Anruf an deinen Agenten oder dich direkt? Es ist eine Mischung von ein bisschen von allem. Also, okay, hey, er hat ein schlechtes Spiel gehabt. Aber dann, ich hatte zwei Workouts, wo ich keinen Kick verpasst habe. Mit Tampa Bay und mit den Raiders. Dann, hey, die können sie auch sagen, der Typ kann auch kicken. Aber dann kriegst du die neuen College-Spieler mit rein. Und manche Älteren werden dann auch gecuttet. Wie zum Beispiel ein Mason Crosby von den Packers. Die haben einen Jungen gedraftet und Mason wurde dann halt ein bisschen aussortiert. Und er war dann einfach einer der Veterane, der sehr viel Erfahrung hat, der jetzt hat dann auch als Free Agent mit mir wirkt. Und im direkten Vergleich, wenn du jetzt sagst, hey, wir haben mal unseren Stammkicker, der für zwei, drei Spiele fehlt. Und wir haben hier zu einer Seite einen jungen Talentierten, der aber ein schlechtes Spiel letztes Mal hatte. Und wir wissen nicht so wirklich, wie er kicken wird. Kann 100% sein, kann 80% sein, wie auch immer. Oder wir haben hier einen Veteran, der für 18 Jahre lang in der NFL gespielt hat und wir wissen, dass der mit 87% Schussquote die Bälle reinmachen kann. Dann ist es für viele Teams nicht mehr ein Risiko oder irgendwas, die sagen einfach, wir holen den Erfahrenen Ja, und dann, klar. desto mehr von diesen Erfahrenen es auf dem Markt gibt, desto weniger Chancen bekommt ein Junger. Okay, das heißt, der Plan ist, jetzt bei der ELF gut zu performen, den Agenten weiter in Amerika wildern zu lassen, Angebote reinzuholen, dich zu platzieren, damit die Leute dich weiter im Kopf haben und gegebenenfalls einladen. Und du hoffst weiterhin darauf, noch eine NFL-Einladung zu bekommen, oder? So habe ich es verstanden. Ja, also wenn es kommt, hey, top, ich arbeite immer noch mit der gleichen Mentalität dafür. Ich fühle mich immer noch auf einem Top-Niveau, einfach physisch und allem. Fühle mich auch, dass ich mental einfach jetzt nochmal mehr Schritte nach vorne gemacht habe und einfach, desto älter man wird, desto weiser wird man ja auch. Aber ich fühle es einfach so, hey, wenn es passiert, passiert. Falls nicht, ich kann mir in den Spiegel schauen und ich weiß, dass ich zu 100% zu jedem Zeitpunkt alles gegeben habe, ob es physisch war, mental oder einfach
diese Kraft mitzunehmen, nach jedem gefühlten Rückschlag nochmal aufzustehen und vollkommen zu attackieren. Ich kann es dann schon mit Stolz ins Spiegel schauen und sagen, ja, Zu 100%. ich habe alles getan und hat zwar nicht geklappt im Sinne von legendäre NFL-Karriere, aber Ja, du hast für war mehreren da halt Teams Spiele einfach. gemacht. Du hast eine geile College-Nummer gehabt. Ich glaube, darauf, das kann dir keiner mehr nehmen. Darauf kannst du stolz sein. Zwei Fragen habe ich noch. Erste Frage. Du spielst bei Thunder. Du spielst gut. Jetzt ruft morgen ein NFL-Team an und sagt, komm rum. Wie ist das vertraglich? Könntest du, dürftest du Berlin verlassen, um dann in der NFL vorzuspielen? Oder müsstest du sagen, boah, es geht erst nach der Season? Ich müsste es mal nachschauen. Ich glaube, also verträglich in anderen Ligen ist es so, du musst die Saison erstmal durchspielen. Aber ich glaube, und das ist jetzt einfach nur so eine Schätzantwort, falls das wirklich der Fall wäre, dass das jetzt, sagen wir mal, wir haben ein Spiel, ich spiele richtig gut und eine Woche später oder 2 Tage später kommt ein NFL-Team, dann. Ich glaube, würde dir die Liga auch sagen, hey, das schaut richtig gut aus für uns als die ELF, dass jemand, der hier spielt, direkt rüber nach Amerika auf die große Bühne kommen könnte. Also ich glaube, die würden dann auch Verträgliches so machen, dass das dann stimmen würde, dass die sagen, hey, da kannst du diesen Sprung machen und diese Liga auch wieder fördern. Ja, man kann ja auch so ein Agreement treffen, wie wenn es dann doch nicht klappt, kommst du wieder zurück und so. Ich glaube, da gibt es ja Mittel und Wege, um das auszubaldowern. Dann jetzt nochmal zum letzten Punkt, zur ELF. Du bist jetzt in Berlin. Ihr hattet schon, es war schon zwei Spieltage jetzt, die gespielt worden sind. Es gab bei dir auch ein bisschen ja, Wirbel auf Social Media, so wie ich es am Rand mitbekommen habe. Da musst du mich vielleicht nochmal abholen, weil ich durch DTM und Eishockey jetzt auch nicht in jeder Sportart 100% drin bin. Aber so wie ich es verstanden habe, gab es da. Ja, ja, man hat sich eine, wie sagen, Verwirrung oder Irritation, aber du bist auf Social Media gegangen und hast einen Tweet abgesetzt und danach gelöscht hast, weil du dich über etwas beschwert hast. Was ist genau passiert? Ja, also ich will nicht zu tief reingehen und ich kann auch meinen Fehler da annehmen. Hey, ich war sehr emotionsvoll nach einem knappen Spiel und einfach wütend, was innerhalb des Spiels passiert ist, weil da gab es eine Situation, ein Punt-Snap ging über meinen Kopf und es wurde uns eigentlich als Specialist beigebracht, falls das passiert, dass du den Ball einfach durch die Endzone kicken solltest, dass es ein Safety wird fürs andere Team und die kriegen den Ball und du schadest deinem Team nicht. Ja. Was ich da nicht gewusst habe, was war, dass die Regel sich verändert hat und dass das Team oder das gegnerische Team die Möglichkeit hat, das Penalty zu nehmen, nicht das Safety bekommt, sondern 10 Yards von wo der Snap war. Also die bekommen den Ball dann mit relativ guter Field Position dann auch. Und das war zum Beispiel nicht bewusst, weil echt, mir wurde es einfach vielleicht falsch gecoacht. Aber da war halt einfach sehr viel Emotion, weil, hey, ich will diesem Team ja nicht schaden. Ich will da nur mit meiner Experience und allem helfen. Und da war halt die Frustration und alles drumherüber. Und hey, wie vorhin schon angeschrieben, wenn du emotionsvoll danach auf Social Media gehst, ist es nicht manchmal Idee. die beste Ja. Sache zu tun. Also um es kurz zu machen, du Und hast einen Tweet rausgehauen mit Vorwürfen oder ja, wo man gemerkt hat, dass du auf jeden Fall ein bisschen getroffen warst und hast es dann in einem kühleren Moment wieder zurückgenommen, weil du verstanden hast, dass da eine Regeländerung war, die du nicht auf dem Schirm hattest und hast da ja auch in aller Linie und Klarheit gesagt, das war so nicht in Ordnung und Entschuldigung. Also damit ist es, glaube ich, auch durch. Aber das war dort in der ELF der Fall. Trotzdem so, generell fühlst du dich wohl in Berlin? Macht es Spaß? Was sind so deine Eindrücke? ja, also ich liebe Berlin, also ich kann mich richtig gut eingewöhnen. Ich habe hier auch ein paar Kollegen, die mir einfach rumzeigen und alle, auch Teamkollegen ist top zu haben, einfach mal rumzuhängen. Hey, wir gehen jetzt mal zum Mauerpark und hängen da ein bisschen draußen rum, reden einfach. Und das macht einfach Spaß, hier wieder in so einem Team zu sein. Und vor allem diese deutsche Kultur, wo gefühlt man kann sich ein bisschen entspannen. In Amerika hast du immer, okay, hey, ich muss arbeiten und arbeiten und arbeiten, weil ich das und das kaufen will oder das und das machen will. In Deutschland ist es sehr viel entspannter und das Leben hier macht auch einfach sehr viel mehr Spaß.
Aber das Einzige, das ich dir sagen muss, das Schlimmste, das passieren konnte, ist genau, wo ich lebe, die S-Bahn-Station, wo ich verlassen muss. Du kannst nur einen Weg rausgehen, du musst die Treppen hochgehen und da ist einer der besten Dönerläden in Berlin. Ja, Und die ey, Versuchung es ist ist mal groß. ernst, ich bin in Berlin für 1,5 Monate oder so jetzt und ich habe mindestens über 100 Döner gegessen. Also, mein Ernst, das ist so schlimm. Naja, kennt man vielleicht in Amerika nicht so, ist sehr gut. Schöne Berliner Döner, die gibt's auch. Also in München kann ich dir sagen, gibt's nicht so krasse Döner. Zumindest habe ich noch keinen erlebt. Vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, Domi, bringst du mir einen Döner mit und nicht eine Brezel oder irgendwas München-Bayerisches auf jeden Fall. Ja, Ja, sehr, sehr cool. Döner auf meinen Nacken. Ein Döner nehme ich immer sehr, sehr gerne an mit scharfer Soße. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Für alle, die sich noch mehr für dich interessieren, du bist ja auch ab und zu aktiv auf Twitch. Ich weiß gar nicht, wann es auf deinem privaten Kanal das letzte Mal war. Du bist aber auch bei Football Bromance am Start. Also machst auch viel nebenbei. Neben dem Football hast du auch eine hohe Affinität zu Pokémon. Hast auch so eine Art Pokémon Trading dir aufgebaut. Damit Mew, Ja. ihr Oberteil am Start. Also, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns erklärt hast, wer eigentlich Dominik Eberle ist. Dankeschön. Ja, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, hey, immer sehr nett mit dir zu reden, Mike. Also mein Ernst, einer meiner guten Kollegen und ich will dich auch wieder zum Lächeln bringen und rot machen mit all den Komplimenten. Aber ja, nee, ist top und wenn wir uns in München wiedersehen, also spätestens falls für das Spiel, okay, hey, wird wieder eine gute Zeit miteinander. Aber hoffentlich sehen wir uns im Sommer oder so auch irgendwie. Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ich habe dir auch immer gesagt, wenn du irgendwann mal Richtung DTM mal rumkommen willst und dir Motorsport, feinsten Motorsport von vor Ort anzusehen, melde dich gerne. Das ist ein schöner Übergang, Überleitung, weil bei der DTM ja auch ein Team mitgesponsert wird von Schaeffler. Und Schaeffler ist der Werbepartner dieser Wer ist-Reihe. Und wir haben jetzt geklärt, wer Dominik Eberle ist. Ich frage meine Gäste immer, wer seid ihr eigentlich? Und vielleicht fragt ihr euch draußen ja auch ab und zu, wer bin ich, beziehungsweise was möchte ich noch werden? Und dafür habe ich hier zum Abschluss, danke Dominik, nochmal einen kleinen Clip von Schaeffler. Viel Spaß damit und Dankeschön fürs Zuschauen. Das war unsere heutige Folge von Wer ist? Und ich hoffe natürlich, ihr hattet sehr viel Spaß dabei. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Moves gemacht habe. Wir lassen das einfach mal drin. Und wenn ihr viel Spaß hattet, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Kanal auch ein Abo da lassen würdet. Und vielleicht habt ihr sogar noch die Zeit, in den Kommentarbereich zu gehen und da mal reinzuschreiben, was ihr besonders cool fandet oder vielleicht nicht so cool fandet. Jede Art von Kritik hilft mir dabei, dieses Format zu entwickeln und besser zu machen. Also ich würde mich sehr darüber freuen, Kommentare zu lesen. Und wenn ihr bei diesem ganzen Gerede über wer ist, drüber nachdenkt, wer bin eigentlich ich oder wer möchte ich selber noch werden, habe ich für euch einen tollen Tipp am Start. Und zwar wird diese Talkreihe gesponsert von Schaeffler und die bieten wiederum sehr coole Ausbildungsplätze an oder auch duale Studien. Alle Informationen dazu findet ihr im Beschreibungstext unter diesem Video, also zu Schaeffler, aber auch zu meinem heutigen Gast, weitere Social Media Kanäle von mir, alles dazu unter diesem Video. Und als kleiner Teaser sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und wir schauen uns jetzt nochmal gemeinsam einen Spot von Schaeffler an. Wir sind Schaeffler, globales Technologieunternehmen, innovativ, visionär, cool. Wir suchen StudentInnen, Kaufmänner, Kauffrauen, MechatronikerInnen und InformatikerInnen, also dich. Wir bieten über 20 Ausbildungsberufe, viele duale Studiengänge und unzählige spannende Projekte. Bei uns kannst du forschen, feilen, schweißen, coden, gestalten, Freunde finden und Karriere machen. Aus dir wird was. Bei Schaeffler.